Gestern wieder relativ wenig Bewegung an den Märkten, leichte Verluste, nichts Dramatisches an der Wall Street, relativ dünne Umsätze, aber es gibt ein paar Auffälligkeiten vor der Fed, die ich Ihnen in diesem Video zeigen will, meine Damen und Herren. Und ein Hinweis in eigener Sache, viele sagen ja immer, ich kann die Grafiken nicht so genau lesen, sehen. Die seien unscharf etc. Polemik natürlich. Nein, ich werde jetzt eine extra Seite bei Finanzmarktwelt immer machen zu dem Video, sofern Sie sagen, das ist hilfreich. Wenn nicht, dann würde ich es mir schenken, denn das ist eine Menge Arbeit, wo ich diese ganzen Grafiken, die in diesem Video, die in den Videos insgesamt vorkommen, die in jedem Video vorkommen, jeweils mache ich eine Seite, die ich dann verlinke unter das Video, wo Sie diese Grafiken sich nochmal anschauen können. Bitte ein Feedback geben mir dazu, ob das hilfreich ist, nicht hilfreich ist, denn es ist viel Arbeit und die würde ich mir schenken, wenn es nicht hilfreich ist und Sie sagen, nee, kannst du lassen, Fugmann, das bringt nichts. Aber wollen wir uns mal angucken, was vor der Fed ist, meine Damen und Herren, wie da die Lage ist und wir schauen zunächst mal auf das, was da zu erwarten ist. Konsens ist ja, wird nichts passieren, die Fed wird einfach so weitermachen. Keine Hinweise geben auf irgendwie eine Reduzierung der Anleihekäufe etc. etc. Wahrscheinlich mit dem Argument, ja, der Arbeitsmarkt sei noch nicht robust genug. Wahrscheinlich hat man über Tapering diskutiert. Einige waren wahrscheinlich dafür innerhalb der Fed, aber man hat es dann trotzdem hintangestellt. Heute wichtig auch dann die sogenannten Dotplots, also die Erwartungen der FOMC-Mitglieder in Sachen Entwicklung der Leitzinsen. Wenn da niemand wirklich einen Zinsschritt in 2023 erwartet, dann wäre das dovish. Jedenfalls sehen wir, aktuell ist die Lage am Anleihenmarkt so, und das ist die untere Grafik, dass eben jetzt die Renditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe niedriger ist als vor den letzten beiden FED-Sitzungen. Also da hat man das Ziel erreicht. Warum sind die Renditen niedrig? Wahrscheinlich, weil die Banken Staatsanleihen brauchen schlichtweg, um ihre Cash-Reserven auszubalancieren bilanziell. Wir sehen ja bei diesen Reverse Repos, dass die Fed teilweise über 500 Milliarden an Volumen für Staatsanleihen zur Verfügung stellt, damit die Banken ihr überschüssiges Cash irgendwie loswerden können. Also da ist eine Menge los. Praktisch ist das Tapering schon der Fall, in dem faktisch den Märkten Cash entzogen wird gegen Staatsanleihen. Bei den Banken im Mindesten ist es so. Was sind dann die Schlagzeilen? Hier schon mal ein Vorgriff für den 16. 17. Juni nach der FED-Sitzung, also heute Abend, die natürlich bei Finanzmarktwelt abgebildet wird, meine Damen und Herren, 20 Uhr das Statement und 20:30 dann die Pressekonferenz. Ja, wir werden weitermachen, die Zinsen bei 0% zu belassen, weiter Geld aus dünner Luft drucken. Wir werden sehen, dass da keine Inflation entsteht und wenn sie entsteht, dann ist sie transitory, vorübergehend. Es gibt keine Asset-Blasen, es gibt keine Blasen an den Märkten und wenn doch, dann haben wir, nämlich die Fed, nichts damit zu tun. Hier schon mal ein kleiner Vorgriff, also was da dann zu erwarten ist. Apropos Blasen, wir sehen jetzt die Financial Conditions, die sind so lax wie praktisch seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Wir sind bei diesem Goldman Sachs Index weiter runtergefallen. Der setzt sich unter anderem aus den Aktienkursen zusammen, Kreditkonditionen etc. Also die Fed hat dafür gesorgt, dass Geld ziemlich locker sitzt. So locker, dass die Banken es loswerden müssen. Und so locker, dass jetzt die Junk Bond Yields, also die Renditen für Hochrisikounternehmensanleihen im Prinzip so niedrig sind wie seit 2007 nicht mehr. In diesem Chart erkennen Sie, dass dann 2007 mit Platzen oder mit Ausbruch der Finanzkrise dann die Dinge ja leicht in eine andere Richtung gelaufen sind. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Hier haben wir mal die Saisonalität im S&P 500. Da sehen wir, Mitte Juni ist normalerweise nicht so gut bis Ende Juni. Ab Anfang Juli geht es dann meistens ziemlich saftig wieder nach oben. Also saisonal wäre das Feld bereitet, dass es ein bisschen schlechter läuft. Man sieht ja, dass die Marktbreite nicht mehr so richtig stimmt. Wir sehen, dass die Anstiege nicht mehr so wirklich dynamisch sind. Margin Debt ist extrem hoch. Alles überhaupt kein Problem, solange es kein Problem ist. Aber es wird ein Problem, wenn es ein Problem ist. Genau das ist der Punkt. Wenn da jemand mal auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann sind das sehr, sehr viele, denn niemand ist short. Die wenigen, die short waren, die sind gewarnt durch diese ganzen EMC-Meme-Geschichten, wo man Short-Squeezes veranstaltet. Also
Da wäre schon kurzfristig ein Rückschlagpotenzial, wenn etwas schief läuft. Es muss aber halt auch erst schief laufen. Wir sehen aber, dass manche damit rechnen, dass etwas schief läuft. Der Skew, es ist ein Index, der anzeigte, wie teuer es ist, sich gegen große Kursverluste abzusichern. Der ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Gleichzeitig sehen wir eine Complacency an den Märkten. Put-Call-Ratio ganz niedrig, also kaum einer abgesichert. Aber die, die sich absichern gegen große Kursverluste, sind dafür bereit, höhere Preise zu bezahlen, die eben aufgerufen werden auch. Der S&P 500 ist schlichtweg weiter nach oben gegangen. Wir sehen aber immer wieder, dass wenn der Skew sehr hoch ist, über 150, dass es dann mit einiger Verzögerung Rückschläge, deutliche Rückschläge an den Aktienmärkten gibt. Das zumindest ein Muster in der Vergangenheit. Insgesamt sehen wir, dass die Märkte ja eigentlich sich sagen, Inflation is transitory. Ich hatte gestern gesagt, 72% der Großinvestoren, die von der Bank of America befragt werden, sagen, das ist vorübergehend. Nur 23% sagen, ja, da könnte was dran sein. Wir sehen aber, dass jetzt die 5-Year-Break-Evens wieder nach oben gehen, also die Inflationserwartungen wieder nach oben gehen. Das ist auffällig. Mithin rechnet man also doch wieder mit etwas mehr Inflation. Da waren diese 5-Year-Break-Evens gefallen nach den großen US-Arbeitsmarktdaten. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Konjunkturdaten in den USA sich immer weiter verschlechtern. Economic Surprise Index fällt weiter, nachdem wir gestern schwache Einzelhandelsumsätze gesehen haben, nachdem wir einen schwachen New York Empire State Index gesehen haben. Also es wird nicht besser, aber die Inflationsdaten überraschen auf der Oberseite. Gestern die Erzeugerpreise, davor die Verbraucherpreise. Hier mal ein kleiner Aufriss, was gestern an den Aktienmärkten los war. Energy, großer Gewinner mit 2,1%. Real Estate der größte Verlierer, ansonsten gab es nicht so große Bewegungen, Industrials und Financials wieder gewonnen, Materials wenige verändert. Und wenn wir uns diese Einzelhandelsumsätze nochmal anschauen, dann sehen wir mal hier die Gewichtung praktisch, was nominal an Milliarden Dollar hier umgesetzt wird in den verschiedenen Bereichen. Wie gesagt, die waren schlecht und das deutet darauf hin, dass die Leute natürlich jetzt ohne Stimulus-Schecks nicht mehr so wahnsinnig viel konsumieren können. Da wurde viel Konsum vorgezogen. Das könnte darauf hindeuten, dass eben der Hochpunkt des Booms schon ein bisschen vorbei ist. Jedenfalls sehen wir, Vehicles machen hier den größten Teil aus. Non-Store-Käufe, also praktisch, das sind Online-Käufe, Grocery. Restaurants and Bars, hier sehen wir, dass die Preise deutlich steigen. Wir sehen, dass für Clothing die Preise deutlich gestiegen sind, einfach damit Sie hier mal so ein bisschen Eindruck bekommen, was wie wichtig ist oder welcher Anteil hier der Fall ist. Jedenfalls auffällig auch, dass die Online-Umsätze um 0,8% gefallen sind. Und in Sachen Konjunktur, Hochpunkt schon überschritten, sehen wir auffälligerweise das Kupfer, Dr. Copper genannt, weil es unglaublich konjunktursensitiv ist, so ein bisschen ein Vorläufer ist für das, was konjunkturell passiert, ist unter Druck, hat jetzt deutlich verloren seit Anfang Mai. Ein Faktor hier ist China. Die haben nicht nur gesagt, dass sie ihre nationalen Reserven freigeben werden für Kupfer, Aluminium und Zink, sondern dass sie auch angewiesen haben, ihre Staatsunternehmen die Exposure zu praktisch ausländischen Commodity Markets, also zu ausländischen Rohstoffmärkten, zu reduzieren. Mit anderen Worten, versuchen, sich unabhängig zu machen vom Ausland, wenige eigene Rohstoffe, die man hat, ans Ausland zu geben im Klartext. Und wir sehen, dass Kupfer jedenfalls durch diese Ankündigung, dass die chinesische Seite nicht bereit ist, steigende Rohstoffpreise weiter zu akzeptieren, hier durchaus unter Druck ist. Lumber, Bauholz, mein Lieblingsrohstoff, meine Damen und Herren, ist jetzt gute 40% gefallen. Das zeigt sich dann auch schon, oder diese gestiegenen Preise, die zuvor gestiegenen Preise, zeigen sich dann in den Daten auch wahrscheinlich heute bei den Wohnbaubeginnen, Wohnbaugenehmigungen, die heute 14:30 kommen. Dazu dann gestern die Stimmung bei den Häuslebauern deutlich eingetrübt, eben weil es so viel teurer geworden ist, Häuser zu bauen aufgrund dieses Anstiegs bei Lumber. Jetzt könnte bald allerdings eine Drehung kommen, eine Erholung kommen, aber sei es drum, schauen wir uns mal das größere Fenster an. Da sehen wir, Lumber ist immer noch ein großer Beitrag für inflationäre Tendenzen, denn Lumber war eigentlich immer so in der Spanne 200 bis 400 Dollar und jetzt sind wir so um und bei 1000 Dollar, waren allerdings schon weit über 1600, aber dennoch, wir sind bei 1000 Dollar, das ist immer noch mehr als das Doppelte, wenn man das mal im größeren Kontext sieht, wie Octavio Costa das hier macht. Und jetzt Lumber ist insofern wichtig,
nämlich dieses Bauholz Lumber zu Gold, ist ein hervorragender Indikator, sagt zum Beispiel Michael Guyett, in Sachen, wenn man wissen will, was auf uns zukommt. Denn Lumber, das steht für Nachfrage, das steht für Hausbau, das steht für Konjunktur, die brummt oder halt nicht brummt, und Gold steht für den sicheren Hafen. Wenn Lumber Gold steigt, was eine Zeit lang sehr, sehr deutlich der Fall war, weil die Preise für Lumber explodierten, die für Gold nicht so unbedingt, dann sehen wir, dass da vielleicht Risikoaversion auch vor uns liegt. Michael Guyett sagt, also fast jeder Crash, jede Korrektur und jeder Bärmarkt hat historisch gesehen immer Weakness, also Schwäche gesehen bei Lumber relativ zu Gold. Also das Verhältnis Lumber zu Gold ist dann fast immer vorher runtergegangen, bevor es dann Ereignisse an den Märkten gegeben hat. Und Guyett sagt auch, und das ist ein guter Gedanke, wenn die Leute glauben, sie kennen die nicht kennbare Zukunft, also man kann ja die Zukunft nicht wissen, wie sie vielleicht schon als Lebenserfahrung abgespeichert haben. Also wenn die Leute sich zu sicher sind, wie die Zukunft aussieht, auf Deutsch gesagt, dann sollte man das Gegenteil tun und sollte auf das Eintreten des Gegenteils wetten. Lumber zu Gold, eben eine wichtige Relation, und hier sehen wir mal, Lumber zu Gold ist jetzt schon seit einigen Tagen doch deutlich rückläufig. Eben weil Lumber gefallen ist. Gold ist eigentlich auch nicht wirklich gestiegen in den letzten Tagen, sondern eher gefallen, aber Lumber fällt eben schneller als Gold. Anzeichen für Risikoaversion? Fragezeichen. Jedenfalls sehen wir, und das hier abschließend noch gesagt auf geopolitischer Ebene, dass Biden versucht derzeit, der ist ja in Europa, derzeit die Europäer auf seine Seite zu bringen. Und da versucht er alles zu aktivieren. Hier unten mal eine Karikatur der Global Times, die hier Biden auf so einem Schaukelpferd zeigt. Die Europäer schauen sich das erstaunt an, und Biden schwingt die Fahne Anti-China-Russland-Allianz, also diese Allianz Russland-China, die wird immer enger. Putin hat sich jetzt geäußert und gesagt, dass China ein guter Freund sei. Iran kommt noch mit dazu, das wird diese große Achse des 21. Jahrhunderts werden. Und da der Westen mit einem Joe Biden, der jetzt eben aufgehört hat, seine Verbündeten gegen Schienbein zu treten, sondern die mit ins Boot zu holen, die mit in dieses Camp zu holen, wir gegen China, wir der alte Westen sozusagen im Konkurrenzkampf gegen den aufstrebenden Fernost. Giganten, das ist das Thema wahrscheinlich politisch gesehen des 21. Jahrhunderts. Also nochmal abschließend der Hinweis, unter dem Video habe ich einen Link, wo Sie die ganzen Grafiken nochmal sehen können. Bitte Bescheid sagen, ob das hilfreich ist oder nicht, sonst spare ich mir schlichtweg die Arbeit. Jetzt wünsche ich erstmal trotz der Niederlage der Deutschen gegen Frankreich einen wunderschönen sonnigen Tag und sage Servus und Ciao.